Neben mir steht Detlef Rautmann, der Leiter der Siemens Power Academy. Wir haben uns heute hier auf der Didakta getroffen, deshalb so ein bisschen der Geräuschpegel ist sicherlich zu hören. Herr Rautmann, ich habe eben erlebt, Sie haben einen Preis bekommen für ein besonderes E-Learning-Projekt. Was war das für ein E-Learning-Projekt? Ja, muss ich gleich korrigieren, das ist ein Mobile-Learning-Projekt. Dafür haben wir den E-Learning Award 2014 ausgehändigt bekommen. Und dabei geht es im Wesentlichen darum, dass wir unser Präsenztraining erweitern in die Richtung Blended Learning, sag ich mal. Also unsere Schulungsunterlagen, die wir mit jedem Seminar, mit jedem Kurs an den Teilnehmer aushändigen, werden jetzt nicht mehr gedruckt, nicht mehr in Papierform ausgehändigt. Sie werden als PDF, als annotierbare PDFs auf iPads den Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Das ist der wesentliche Vorteil. Und welchen Vorteil hat die Power Academy davon, seitdem Sie das so einsetzen? Also die Power Academy hat dadurch erstmal eine viel, viel höhere Kundenzufriedenheit, weil unsere Teilnehmer fordern schon seit Jahren elektronische Kursunterlagen. Sie wollten die Kursunterlagen bei sich haben, während ihres Einsatzes im Kraftwerk beispielsweise oder an ihrem Arbeitsplatz, einfach um nachzuschlagen, was sie gelernt haben, was sie sich notiert haben. Das ist jetzt möglich auf einem mobilen Endgerät und jederzeit verfügbar. Darüber hinaus hat die Power Academy den Vorteil, dass wir Druckkosten sparen. Wir haben immense Kosten, jedes Jahr an die Druckerei abzuführen für die Produktion von Ordnern. Das ist wesentlich für unsere Kostenstruktur. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kommen Ihre Teilnehmer auch aus der ganzen Welt. Wie viel Kilo Papier mussten die bisher mit sich rumschleppen? Oh, eine gute Frage. Ja, also unsere Teilnehmer sind natürlich international. Der Energy-Sektor, für den ich jetzt spreche, baut Kraftwerke natürlich weltweit. Südostasien oder im Mittleren Osten, selbst in Amerika, Südamerika. Und die Teilnehmer, die zu uns kommen, die machen nicht nur einen Kurs, sondern die machen 3-4 Kurse am Stück. Und jedes Mal haben sie mindestens einen großen A4-Ordner, 6 cm Breite, Gewicht ca. 2 Kilo, manchmal sogar mehr. Und das nun mal 3 oder mal 4, ist man schnell bei 10 Kilo. Das Reisegepäck wird gesprengt und die Teilnehmer sagen, kann ich nicht mitnehmen, ich muss Übergewicht bezahlen, schickt es mir nach. Generiert wieder Extrakosten, teilweise kommen sie nie an oder verspätet an. Also das war auch eine Herausforderung für uns, um das zu verbessern. Ja. Ah, klasse, das klingt spannend. Und gibt es weitere Ideen, was jetzt so als nächstes an Innovationen kommt bei der Power Academy? Natürlich, also wir haben unendlich viele Ideen und auch gerade dort aufsetzend auf unser Mobile Learning Projekt schwebt uns jetzt vor, dass wir diese Lernmaterialien noch weiter in die Richtung verbessern oder verändern, dass wir interaktive Inhalte mit hineinbekommen, dass wir Video-Streaming mit verbinden mit unseren Trainingsunterlagen, dass wir Quiz-Module oder Fragen, Antworten, Tests damit hineinbekommen. Aber auch das Thema Social Media ist bei uns ein ernstes Thema, weil wir denken, dass das Lernen in Gruppen, in Vernetzungen auch eine Rolle spielt. Und das über diese App mitzugestalten, die wir jetzt entwickelt haben, glaube ich, das ist die nächste Herausforderung, die wir konkret angehen werden. Dazu viel Erfolg und ich hoffe, wir hören dazu demnächst mehr. Herr Detlef Rautmann, herzlichen Dank für dieses Interview. Vielen Dank, Herr Pape.